Die Prinzessin mit dem Bart. Es lebte einmal in dem Land Burgund ein wunderschöner junger Prinz, der hieß Adelmut. Alle Mädchen im Land fanden ihn ursüß. Und wenn er durch die Stadt ritt, fiel manche sogar vor Begeisterung in Ohnmacht, wenn sie ihn sahen. Er war so schön, dass die Sonne sich schämte, aufzugehen, wenn sie ihn am Morgen sah. Deshalb musste er immer bei zugezogenen Vorhängen im Bett bleiben, bis es taghell war, damit die Sonne sich nicht gleich wieder verkroch. Jedenfalls sagte man das. Aber das war wahrscheinlich übertrieben und in Wirklichkeit schlief er nur gerne etwas länger. Eines Tages sagte sein Vater zu ihm, »Es wird Zeit, dass du heiratest, mein Sohn. Die Prinzessin Zoralinda von Brabant sucht einen Bräutigam. Sie hat alle Prinzen und Ritter der Umgebung eingeladen, um sie zu werben. Nach alter Sitte will sie ein großes Turnier veranstalten, bei dem die Prinzen und Ritter zeigen sollen, was sie können. Und den, der alle Aufgaben am besten bewältigt, den will sie zum Mann nehmen und er soll König von Brabant werden.« sagte der Prinz, »warum soll ich denn diese Zoralinda heiraten? Ich kenne sie doch gar nicht. Ist sie denn nett?« »Ja, ob sie nett ist, ist doch nicht so wichtig«, sagte der König. »Brabant ist ein schönes, reiches Land, und wenn sie dich heiratet, wird es dir gehören.« »Ach so, darum geht's«, sagte der Prinz. Also ritt Prinz Adelmut los, um in Brabant um die Prinzessin zu werben. Natürlich musste er unterwegs verschiedene Abenteuer bestehen. Das ist schon so, wenn Prinzen auf die Reise gehen. Prinz Adelmut wusste, was sich gehörte, und wenn er unterwegs einen Drachen traf, dann forderte er ihn zum Kampf heraus. Die meisten Drachen, denen er begegnete, standen freilich unter Naturschutz und wussten das auch. Die wiesen ihn gleich darauf hin, dass mit ihnen zu kämpfen verboten sei, also musste er sie in Ruhe lassen. Dass Windmühlen keine Riesen sind, das wusste er aus einem Buch, das er einmal gelesen hatte. Darum ließ er die auch in Ruhe. Außerirdische, die aus der Zukunft kamen, traf er keine. Und Schweine, die Dudelsack spielen, sind zwar laut und lästig, aber harmlos. Also kam Prinz Adelmut pünktlich zum Turnier an. Und das war gut, denn wenn er zu spät gekommen wäre, wäre diese Geschichte jetzt schon aus. Als er am Hof von Brabant eintraf, waren da schon so viele Ritter und Edelleute und auch einige Prinzen versammelt, dass in der ganzen Stadt kein Hotelzimmer mehr frei war. Höchstens auf dem Campingplatz wäre noch ein Plätzchen gleich hinter den Duschen zu haben gewesen. Aber weil er ein Prinz war, durfte er im Königsschloss wohnen. Die erste Aufgabe beim Turnier war das Lanzenstechen. Da mussten die Bewerber in ihren Ritterrüstungen aufeinander losreiten und versuchen, den anderen mit der Lanze vom Pferd zu stoßen. Immer zwei und zwei kämpften gegeneinander, und wer vom Pferd geworfen wurde, musste ausscheiden. Am Schluss waren nur noch zwei Kämpfer übrig. Der eine war Prinz Adelmut, der andere hieß Prinz Goldherz. Sie ritten gegeneinander los, dass es nur so staubte, und Prinz Adelmut warf Prinz Goldherz aus dem Sattel und war der Sieger. Der nächste Wettbewerb war das Fechten mit dem Schwert. Wieder mussten immer zwei gegeneinander antreten, und wer vom Gegner mit der Schwertspitze an der Brust getroffen wurde, der hatte verloren und musste ausscheiden. Wieder waren am Schluss nur noch die zwei stärksten Kämpfer übrig, nämlich Prinz Adelmut und Prinz Goldherz. Sie kämpften eine Stunde, sie kämpften zwei Stunden, und wenn einer einen mächtigen Hieb versuchte, verteidigte sich der andere mit einem geschickten Stoß. Und wenn einer einen listigen Stich probierte, wehrte der andere ihn mit einem gewaltigen Schlag ab. Doch schließlich berührte Prinz Goldherz Prinz Adelmut mit der Schwertspitze an der Brust. Da war Prinz Goldherz der Sieger und Adelmut war Zweiter.
Der dritte Wettbewerb war das Schießen mit Pfeil und Bogen. Prinz Adelmut traf immer ins Schwarze und erreichte 100 Punkte. Und Prinz Goldherz traf auch immer ins Schwarze und erreichte auch 100 Punkte. Da bat Prinz Goldherz die Prinzessin um ihren silbernen Fingerring. Er warf den Ring hoch in die Luft und schoss ihm einen Pfeil nach. Und als der Pfeil zu Boden fiel, war der Ring darauf aufgefädelt. Da bat Prinz Adelmut die Prinzessin, ihre Hand auszustrecken. Er nahm den Ring, legte ihn auf seine Bogensehne und schoss ihn der Prinzessin genau auf den Finger, aber gerade mit so viel Kraft, dass der Ring der Prinzessin ganz sanft auf den Finger glitt, ohne ihr weh zu tun. Da war Prinz Adelmut der Sieger im Bogenschießen und Prinz Goldherz war Zweiter. Und so ging es weiter. Beim Tanzen war Goldherz der Sieger und Adelmut der Zweite und beim Minnesang war wiederum Adelmut der Sieger und Goldherz der Zweite. Die anderen Prinzen und Ritter und Edelleute konnten die Beine schwingen, wie sie wollten und trällern wie die Amseln. Sie hatten einfach keine Chance. Nun kam das Rätselraten. Prinzessin Zoralinda stellte die Fragen. Meine Kutsche braucht es nicht. Und doch kann sie ohne es nicht fahren. Was ist das? Die Pferde, sagten welche von den Rittern, Edelleuten und Prinzen. Unsinn, meine Kutsche braucht doch Pferde. Die Diener hinten auf dem Trittbrett. Unsinn, meine Kutsche kann auch ohne die Diener fahren. Benzin, sagte einer, der ganz gescheit sein wollte. Der wurde gleich nach Hause geschickt. Das Rattern der Räder, sagte Prinz Goldherz. Stimmt, sagte die Prinzessin. Das Rattern ist völlig überflüssig. Und doch kann meine Kutsche nicht fahren, ohne zu rattern. Das nächste Rätsel hieß, wenn du ihren Namen sagst, ist sie nicht mehr da. Grübelten die Ritter, Edelleute und Prinzen. Ein scheues Reh, das vor dem Sprechen erschrickt? Die Prinzessin schüttelte den Kopf. Nein, das ist es nicht. Eine verwunschene Prinzessin, deren Namen man nicht aussprechen darf, weil sie sonst verschwindet. Die Prinzessin schüttelte wieder den Kopf. Nein, das ist es auch nicht. Die Crescentia, sagte einer. Die schämt sich so für ihren hässlichen Namen, dass sie gleich wegrennt, wenn man sie ruft. Zeigt ihm bitte, wo der Ausgang ist, sagte die Prinzessin und ließ den Mann abführen. Nun, sagte die Prinzessin, wenn du ihren Namen sagst, ist sie nicht mehr da. Wer weiß es? Es ist die Stille, sagte Prinz Adelmut. Richtig, sagte die Prinzessin, und darum kann ich Leute nicht leiden, die immer solche Sachen sagen wie, still ist es hier, nicht wahr? Wer war nun der Sieger? Ihr seid beide gleich gut im Raten, sagte Prinzessin Zoralinda zu Prinz Goldherz und Prinz Adelmut. Darum darf jeder von euch jetzt mir ein Rätsel aufgeben. Prinz Goldherz war als erster an der Reihe. Es ist, was es ist, nur wenn du es nicht weißt. Wenn du es aber weißt, dann ist es es nicht. Die Prinzessin dachte eine Weile nach, dann sagte sie, ein Rätsel. Ein Rätsel ist nur dann ein Rätsel, wenn ich die Antwort nicht weiß. Wenn ich aber weiß, was es ist, dann ist es kein Rätsel mehr. Richtig, sagte Prinz Goldherz und verneigte sich. Nun war Prinz Adelmut an der Reihe. Du kannst es teilen und es wird nicht weniger. Du kannst es tausendmal verschenken und behältst es doch. Was ist das? Die Prinzessin überlegte.
Gold und Schätze können es nicht sein, die werden weniger, wenn man sie teilt. Das Herz. Man sagt zwar, dass man jemandem sein Herz schenkt, aber teilen kann man es doch nicht. Essen und Trinken kann man teilen und verschenken, aber nicht gleichzeitig behalten. Und Zauberdinge gelten nicht. Nein, sagte sie, ich weiß es nicht. Es ist eine Idee, sagte Prinz Adelmut. Eine Erfindung wird nicht weniger nützlich, wenn ich auch anderen verrate, wie es geht. Wenn ich ein Lied für dich schreibe und es dir schenke, dann habe ich es doch immer noch. Ein Gedicht kann ich mit 1000 Leuten teilen und es wird nicht weniger. Das stimmt, sagte Prinzessin Zoralinda. Und so war diesmal Prinz Adelmut der Sieger und Prinz Goldherz der Zweite. Die letzte Aufgabe war die schwerste. Jeder Bewerber musste zeigen, ob er als König auch ein guter Richter sein würde. Alle versammelten sich im Gerichtssaal und die Verhandlung begann. Als erstes traten eine alte Frau und ein Kaufmann vor das Gericht. Die alte Frau war die Klägerin. Dieser Mann hat in der Stadt Zettel anschlagen lassen, dass er einen Beutel mit 10 Goldstücken verloren hat. Auf dem Zettel ist gestanden, wer den Beutel findet und ihn wiederbringt, der bekommt ein Goldstück als Finderlohn. Ich habe auf der Straße diesen Beutel mit 10 Goldstücken gefunden. Da habe ich ihm den Beutel gebracht. Und jetzt will er mir den Finderlohn nicht geben. Prinz Adelmut fragte den Kaufmann. Du hast die Beschuldigung gehört. Was sagst du dazu? Der Kaufmann sagte, ja, ich hatte mich nämlich erinnert, dass in dem Beutel nicht 10, sondern 11 Goldstücke waren, als ich ihn verloren habe. Also muss sie sich ihren Finderlohn schon selber genommen haben und ich bin ihr nichts mehr schuldig. Jeder im Gerichtssaal konnte sehen, dass der Kaufmann log und sich das mit den 11 Goldstücken erst gerade ausgedacht hatte. So, sagte Prinz Adelmut, warum hast du dann verkünden lassen, dass du 10 Goldstücke verloren hast, wenn es in Wirklichkeit 11 waren? Ja, man kann sich doch einmal irren, sagte der Kaufmann. Ich schwöre, dass es in Wirklichkeit 11 Goldstücke waren. Nun ja, sagte Prinz Adelmut zur alten Frau, ich hätte ja auch gedacht, dass man nicht 10 schreibt, wenn man 11 meint, aber du siehst, er schwört, dass er sich nur geirrt hat und dass es in Wirklichkeit 11 waren. Das muss man schon ernst nehmen. Die alte Frau sagte tapfer, und er lügt trotzdem. Ja, kannst du denn schwören, dass in dem Beutel, den du gefunden hast, nur 10 Goldstücke waren? Natürlich kann ich das. Ich schwöre, es waren 10 Goldstücke, nicht eines mehr oder weniger. Ja, dann ist alles klar, sagte Prinz Adelmut. Wenn beide schwören, dann muss ich auch beiden glauben. Der Kaufmann schwört, dass er einen Beutel mit 11 Goldstücken verloren hat und die Frau schwört, dass sie einen mit 10 Goldstücken gefunden hat. Also müssen es 2 verschiedene Beutel sein. Und zu der alten Frau sagt er, du kannst also den Beutel behalten, bis sich jemand meldet, der 10 Goldstücke verloren hat. Und du, sagt er zu dem Kaufmann, du wirst warten müssen, bis jemand einen Beutel mit 11 Goldstücken findet. Da ging der Kaufmann beschämt hinaus und die alte Frau bedankte sich, denn mit den 10 Goldstücken konnte sie endlich das kaputte Dach von ihrem Häuschen reparieren lassen. Alle, die im Gerichtssaal waren, schrien Bravo und klatschten, und die Prinzessin sagte, das war wirklich ein weises und gerechtes Urteil. Am nächsten Tag war Prinz Goldherz an der Reihe, Recht zu sprechen. Wieder kam ein Kläger. Der erzählte, ich bin Schäfer
Und mein Nachbar ist Jäger. Wir waren immer gute Freunde, schon seit wir Kinder waren, aber jetzt reicht es mir bald. Er hat sehr wilde, böse Jagdhunde, die sehr schlecht erzogen sind. Sie springen immer wieder über den Zaun und töten meine Schafe. Ich habe ihn schon so oft gebeten, ordentliche Käfige zu bauen und die Hunde bei Nacht einzusperren, aber er kümmert sich einfach nicht darum. Ja, sagte Prinz Goldherz, das Gesetz ist ganz klar auf deiner Seite. Ich könnte ihn dazu verurteilen, dass ihm seine Hunde weggenommen werden. Das wäre nur gerecht. Und deine Schafe wären dann in Sicherheit. Der Schäfer nickte. Prinz Goldherz fuhr fort. Ich glaube freilich nicht, dass der Jäger dann noch dein Freund bleiben wird. Der Schäfer schaute bedrückt. Nun ja, ich brauche doch meine Schafe. Ich kann doch nicht zulassen, dass die Hunde immer welche umbringen. Aber einen Freund verlieren ist auch sehr hart. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich verstehe, sagte Prinz Goldherz. Sage mir, hat der Jäger Kinder? Ja, drei. Dann verurteile ich dich, dass du jedem seiner Kinder ein kleines Lamm schenken sollst. Was mich verurteilt, ihr Herr? Rief der Schäfer verletzt. Ja, wenn ich ihn nicht verurteilen soll, dann muss ich ja wohl dich verurteilen. Tu, was ich dir gesagt habe, und komm nach einer Woche wieder. Die Gerichtsverhandlung wurde unterbrochen, und das Fest ging inzwischen weiter. Nach einer Woche wurde die Verhandlung fortgesetzt. Der Schäfer kam in den Gerichtssaal und Prinz Goldherz fragte ihn, »Also, was ist geschehen?« »Die Kinder haben sich über die süßen kleinen Lämmer sehr gefreut und spielen den ganzen Tag mit ihnen. Da hat der Jäger gleich einen festen Stall für die Hunde gebaut, damit sie den Lämmern nichts tun können. Und zum Dank für die kleinen Lämmchen bringt er mir und meiner Frau immer einen schönen Braten, wenn er bei der Jagd Glück gehabt hat.« Wieder klatschten alle und riefen Bravo, denn der Prinz hatte nicht einfach nur für Gerechtigkeit gesorgt, sondern dafür, dass die Menschen besser miteinander auskamen als vorher. Nun sollte die Prinzessin sich entscheiden. Sie sagte, von allen Rittern, Grafen, Herzögen und Prinzen, die sich um mich beworben haben, sind Prinz Adelmut und Prinz Goldherz die tapfersten, geschicktesten, klügsten und gerechtesten. Ich finde sie beide süß, und beide wären würdig, an meiner Seite König von Brabant zu sein. Es fällt mir wirklich schwer, mich zu entscheiden. Also werde ich jetzt einen Monat lang nachdenken, und dann werde ich bekannt geben, wie ich mich entschieden habe. Inzwischen könnt ihr nach Hause gehen. So verabschiedeten sich alle Ritter, Grafen, Herzöge und Prinzen von der Prinzessin und voneinander und ritten nach Hause. Als Prinz Adelmut nach Hause kam, fragten ihn sein Vater und seine Mutter ganz aufgeregt, »Nun, wie ist das Turnier ausgegangen?« »Ich habe gewonnen«, sagte Prinz Adelmut, »zusammen mit Prinz Goldherz von Oranien.« »Oh, wie wundervoll! Und für welchen von euch hat sich die Prinzessin entschieden?« »Sie konnte sich nicht entscheiden«, sagte Prinz Adelmut. »Erst in einem Monat wird sie die Entscheidung bekannt geben.« »Ach, wie aufregend«, sagte die Königin. »Aber ich habe mich entschieden«, sagte Prinz Adelmut. »Ich will Prinz Goldherz heiraten.« Aber das geht doch nicht«, schrien der König und die Königin entsetzt. Du kannst doch keinen Prinzen heiraten.« »Warum denn nicht?«, sagte Prinz Adelmut. »Er ist stark und tapfer, ein guter Reiter und ein toller Schwertkämpfer. Er schießt fantastisch mit Pfeil und Bogen und er kann hervorragend tanzen und singen. Er ist klug und kann die schwierigsten Rätsel lösen. Und er ist ein weiser und gerechter Richter. Und ich habe mich in ihn verliebt.
und er hat sich in mich verliebt. Und das ist überhaupt die Hauptsache. Ja, aber ein Prinz kann nur eine Prinzessin heiraten oder höchstens noch eine Gänsehirtin, aber niemals einen anderen Prinzen. Gut, sagte Prinz Adelmut, dann bin ich ab jetzt Prinzessin Adelmut. Dann kann Prinz Goldherz mich heiraten. Und Adelmut ließ sich vom Schneider ein Dutzend wunderschöne Prinzessinnenkleider machen und zog jeden Tag ein anderes an. Die Königin war verzweifelt und fiel jeden Tag dreimal in Ohnmacht. Aber der König sagte, das werden wir ihm schon austreiben. Und wenn Adelmute auf die Jagd reiten wollte, kam der Oberhofmeister und sagte, verzeihen Sie, Hoheit, aber der König erlaubt es nicht. Prinzessinnen bleiben hübsch zu Hause und jagen nicht. Und wenn Adelmute mit dem Fechtmeister Schwertkampf üben wollte, kam der Oberhofmeister und sagte, verzeihen Sie, Hoheit, aber der König erlaubt es nicht. Prinzessinnen sticken und häkeln und kämpfen nicht mit dem Schwert. Und wenn der König den Hofrat einberief, um Gesetze zu beschließen, und Adelmute in den Ratssaal gehen wollte, dann versperrten ihr die Wachen den Weg. Und der Oberhofmeister kam und sagte, verzeihen Sie, Hoheit, aber der König erlaubt es nicht. Prinzessinnen dürfen nur Kindergärten und Spitäler eröffnen und Geld für wohltätige Zwecke sammeln. Aber in die Politik dürfen sich Prinzessinnen nicht einmischen. Wenn Adelmute sich bei ihren Eltern beschwerte, dann sagten die, nun, wenn du eine Prinzessin sein willst, dann musst du eben Prinzessinnen-Dinge tun. Prinzen tun Prinzendinge und Prinzessinnen tun Prinzessinnen-Dinge. Du musst dich entscheiden. Adelmute hatte nichts gegen Sticken und Häkeln und eröffnete auch gerne mal einen Kindergarten, aber dass Prinzessinnen nicht jagen durften und sich nicht in die Politik einmischen sollten, das war nun wirklich nicht einzusehen. Also ließ Adelmute sich einen Bart wachsen. Und als das nächste Mal ein Kindergarten zu eröffnen war, staunten die Leute nicht schlecht, als eine bärtige Prinzessin das Band durchschnitt und sich dann mit einem süßen kleinen Buben und einem herzigen kleinen Mädel auf dem Arm vom Hofmaler malen. Ein paar Fotografen waren auch da, denn entweder ist die Geschichte doch noch nicht so lange her oder sie waren aus der Zukunft angereist gekommen, um einmal eine ganz exklusive Story zu bekommen. Bei der Eröffnung waren noch einige Bänkelsänger anwesend, denn damals gab es noch kein Fernsehen und keine Zeitungen und die Neuigkeiten wurden von Sängern verbreitet, die sich auf Marktplätzen auf eine Bank stellten und Moritatenlieder sangen und dazu Bilder auf einer Tafel zeigten. Die Bänkelsänger fragten Adelmute, was denn das mit dem Prinzessinnenkleid und dem Bart sollte, und Adelmute erzählte vom Turnier und von der Liebe zu Prinz Goldherz und davon, dass Prinzen keine Prinzen heiraten und Prinzessinnen nur Prinzessinnensachen machen durften. Mein Vater, der König, hat gesagt, ich muss mich entscheiden. Aber ich kann Bubensachen und Mädchensachen machen, sagte Adelmute. Ich kann sticken und häkeln und mit dem Schwert kämpfen und Wildschweine jagen. Ich kann die Harfe zupfen und die Trommel schlagen. Ich kann Kindern die Windeln wechseln und Gesetze machen. Ich kann Brücken eröffnen und Gerichtsurteile fällen. Was ein Menschenwesen kann, sieht man doch nicht daran, ob es ein Kleid anhat oder Hosen, ob es einen Bart hat oder ein glattes Gesicht. Und von da an reiste Prinzessin Adelmute durchs Land und veranstaltete Boxkämpfe auf dem Marktplatz und Stickwettbewerbe in der Volkshochschule. Sie unterrichtete Mädchen im Fechten und Jungs im Blumenkranzflechten und dann ging sie schnell noch eine Woche lang in eine Hebammenschule und lernte Windeln wechseln. Denn das konnte sie noch gar nicht, das hatte sie nur so dahingesagt. Die Bänkelsänger
verbreiteten die Geschichte im ganzen Land, und überall, wo die Leute das Bild von der Prinzessin mit dem Bart sahen, sagten sie zuerst »I« und »Igitt« und »Pfui Teufel«, und dann sagten sie »Aha« und »Wieso« und »Was war denn jetzt eigentlich?« Und dann hörten sie, dass Adelmut und Goldherz beim Turnier der Prinzessin die tapfersten und geschicktesten und klügsten und gerechtesten gewesen waren. Und dann sagten sie, ja, wenn wir einen König und einen König haben können, die beide stark und mutig und klug und gerecht sind, ja, warum denn eigentlich nicht? Nun ja, nicht alle sagten das, aber doch ganz schön viele. Und je länger Adelmute im Land herumzog, umso mehr wurden es, denn die Leute lernten sie persönlich kennen und sagten, naja, Bart und Kleid, das passt vielleicht nicht so zusammen, aber sie ist eigentlich sehr nett. Manche sagten freilich auch, ja, aber ein König und ein König, die können doch keine Kinder bekommen. Wer soll denn nach ihnen der nächste König werden? Aber da hieß es, ach, sie können doch Kinder adoptieren, wenn sie wollen. Und wenn nicht, dann wählen wir eben das nächste Mal einen König. Oder gleich eine Präsidentin. Und so kam es, dass der König und die Königin schließlich nachgeben mussten. Und als Prinz Goldherz von Oranien nach Burgund kam, da waren sie bald ganz entzückt von ihrem zukünftigen Schwiegersohn, denn die Königin liebte es, Rätsel zu lösen, und der König ritt mit ihm auf die Bärenjagd. Es war eine wundervolle Hochzeit. Könige und Königinnen aus allen Ländern kamen als Gäste und brachten Geschenke. Die Hochzeitstorte war 3 Meter hoch und wurde streng bewacht. Beim feierlichen Umzug trugen die beiden Bräutigame ihre Prinzenuniformen und winkten dem Volk aus einer goldenen Kutsche zu. Aber nachher, beim Ball, trugen sie die prächtigsten Brautkleider, die man sich vorstellen kann. Sogar Prinzessin Zoralinda von Brabant war gekommen, um zu gratulieren. Sie stellte ihnen auch ihren neuen Bräutigam vor. Als ich von euch gehört habe, habe ich mir gedacht, ich muss doch auch nicht unbedingt einen Prinzen oder einen Ritter heiraten. Und der Hannes, der hat voriges Jahr bei uns als Gärtner angefangen und ich habe mich gleich in ihn verknallt. Bei ihm blühen die schönsten Rosen und die größten Kürbisse wachsen auch bei ihm. Und außerdem kann er gut mit Kindern umgehen. Und dann rief der Obersthofmeister, alles Walzer. Und die Kapelle spielte und alle tanzten durch den großen Spiegelsaal und dann begann draußen das Feuerwerk.